Wie man so ein Band macht, zeige ich euch heute. Ihr benötigt dafür zwei Häkelnadeln, einen Verschlusshaken und Gummiringe in Schwarz und Weiß. Wir beginnen mit einem einzelnen Gummiring, den wir dreimal um die Nadel wickeln. Dann nehme ich zwei weiße Gummiringe und ziehe diese durch diese drei Schlingen auf der Nadel. Dann wende ich und steche in die ersten zwei Schlingen ein, nehme wieder zwei weiße Gummiringe und ziehe sie durch die ersten zwei Schlingen. Lasse dann die von der Nadel gleiten. Dann steche ich in die nächsten zwei Schlingen ein, nehme wieder zwei Gummiringe und ziehe sie durch. Nun habe ich acht Schlingen auf der Nadel und wende. Und nun kommt der immer gleiche Arbeitsschritt. Ich steche in die ersten zwei Schlingen ein, übergehe zwei und steche in die folgenden zwei ein. Dann hole ich zwei schwarze Gummiringe durch und ziehe nun die Schlingen von der Nadel. Achte darauf, dass diese übergangenen zwei nicht mit von der Nadel gleiten. Dann steche ich in die restlichen vier Schlingen ein und hole zwei schwarze Gummiringe durch. Wieder wenden. In die ersten zwei einstechen, zwei übergehen und in die nächsten zwei einstechen. Nochmal zwei schwarze Gummiringe und von der Nadel gleiten lassen. Dann in die restlichen zwei einstechen und wieder zwei schwarze Gummiringe auf die Nadel legen, durchziehen und nun sind wieder acht Schlingen auf der rechten Nadel, wenden. Nun kommen wieder zwei Reihen mit Weiß. Der Arbeitsschritt ist der gleiche. Zwei einstechen, zwei übergehen, zwei einstechen, zwei weiße Gummiringe durchziehen, in die restlichen vier einstechen und zwei weiße Gummiringe einziehen, wenden, in die ersten zwei einstechen, zwei übergehen, in zwei einstechen, zwei weiße Gummiringe einziehen, in die restlichen vier Schlingen einstechen und zwei weiße Gummiringe einziehen. Und so wiederhole ich diese Schritte ständig, also stets zwei Reihen in Schwarz und zwei Reihen in Weiß im Wechsel, bis mein Band die gewünschte Länge erreicht hat. Und danach zeige ich euch noch, wie man das Band beendet. So, mein Band hat nun die gewünschte Länge. Ich zeige euch nur noch die letzte Reihe. Wie man das Ganze abhäkelt. Also zunächst noch eine Reihe, ganz normal wie gewohnt, damit ich mit zwei Reihen Weiß ende. Dann wende ich und steche durch alle acht Schlingen ein und ziehe zwei schwarze Schlingen durch. Danach ziehe ich diese linken zwei Schlingen unter den rechten zwei durch und bringe hier meinen Verschlusshaken an. Dann wende ich das Band, steche hier in diese Anfangsschlingen in alle drei mit ein, ziehe auch hier zwei Schlingen durch und ziehe dann diese linken ebenfalls unter den rechten Schlingen durch und kann nun mein Band verschließen. Und fertig ist mein Band. Ich wünsche euch viel Spaß damit.